Grüßt euch, geht's euch gut? Ja, das ist schön. Hi, hi, hi. Grüßt euch dort. Geil. Hier, ich bin der Schrödi. Das ist schön, hier zu sein. Ich bin der Deutschlehrer der Herzen. Und es ist so geil, wenn man hier reinkommt. Das ist atmosphärisch. Hat man sofort das Gefühl, ihr seid eine richtig heftige Problemklasse. Nein, ist wirklich so. Also du spürst quasi, weißt du, kommst hier so rein. Alle sitzen auf Tischen und Bänken. Es ist genau so. Ja? Kein Sauerstoff. Das ist Freitag, 6. Stunde. Deutsch, Effi Briest, Inhaltsangabe. Genau diese Atmosphäre ist richtig geil. Ist richtig, ist schön. Ist schön, dass ihr da seid. Ich liebe Problemklassen, wirklich. Ja, die braven Klassen sind total langweilig. Da passiert nichts. Ja? Die Problemklassen sind viel interessanter. Da ist Reibung, weißt du, die Problemklassen, da musst du ja unterrichten. Haben die Lehrer ja keinen Bock zu. Weißt du, bei den Problemklassen, die Schüler haben bei mir alles gemacht. In der letzten Reihe, da wurde gegrillt. Ja, die letzte Reihe, da haben sich, meine ich, wirklich wahr, die Schüler haben sich in der letzten Reihe, die haben sich mit so einer roten Kordel, haben die sich so einen VIP-Bereich abgehängt. Ja, mit so, weißt du, 3 Liter Sektkübeln, Wodkaflasche auf Eis, weißt du, Monster Energy Drinks, ja, da hat die Wasserpfeife geblubbert. Da bist du ohne Gästeliste gar nicht reingekommen, ja. Da bist du ohne, nee, Herr Schröder, nicht in den Schuhen. Nee, tut uns leid, Herr Schröder, super, dass Sie da sind, schön, dass Sie schon mal vorbeigeschaut haben, aber bitte, bitte heute nicht, ne? Haben wir eine stabile letzte Reihe da hinten, oder? Ihr seid eine, schaut sie euch an, ey, letzte Reihe, ist das Beste, Beste. Im Grunde, atmosphärisch, Leute, pass auf, was schön wäre, ja, nur für die Atmosphäre wäre so eine gut platzierte Beleidigung. Weißt du, so irgendwo in die Stille rein. Ich habe meine Schüler gefragt, pass auf, ihr Ficker. Ich habe meine Schüler gefragt, was macht eine gute Beleidigung aus? Ja, eine gute Beleidigung inhaltlich, aber auch klanglich, linguistisch, phonetisch. Ja? Das ist nicht einfach so irgendwie so irgendwas raushauen. Nein, nein, nein. Eine gute Beleidigung, habe ich zu meinen Schülern gesagt, das ist wie Lyrik. Ja, ja, es kommt aufs Timing an, quasi wann, ja, die Pause davor, die Stille, das ist wie bei der Musik, du kannst nicht einfach irgendwas raushauen, eine gute Beleidigung, da geht's ums Timing, ja, Stille, 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 Opfer, ja, einfach, ja, versteht ihr, in die Stille rein und du kannst auch nicht jedes Wort nehmen, du musst mal gucken, welches Wort eignet sich phonetisch für eine gute Beleidigung, bei Opfer, da hast du ein Plosivlaut, P, ja, da haut's richtig raus, da wird Energie aufgebaut, ja, ja, das ist die Energie, die es braucht für die Beleidigung, damit sie wirkt, versteht ihr, ja, das ist eine Sprache, ist Träger von Gefühl, du kannst nicht irgendein Wort nehmen, ja, und da ist P auf F, Frikative, da ist Reibung, versteht ihr, ja, Opfer, da passiert was, Aerosolausstoß und so weiter, das ist psycholinguistisch unglaublich wichtig. Du kannst nicht irgendwas nehmen. Ja? Oder was sich sehr eignet für eine Beleidigung sind Frikative, also Reibelaut im wahrsten Sinne des Wortes, weil da Energie entsteht. Ja? Zum Beispiel. Ne? Was weiß ich? Wichser. Zum Beispiel. Ja? Je länger das W ist, desto ein größerer Wichser ist er oder sie. Ja? Du kannst nicht sagen Wichser. Das ist ein Unterschied, ob du sagst Wichser oder Wichser. Ja? Das kommt aus der Tiefe heraus. Spürt ihr den Unterschied? Ja? Du spürst es. Ne? Psycholinguistisch. Total wichtig. Ja? Wichser, da passiert was. Sprache ist Träger, ist quasi, die Sprache ist das Identifikationsangebot, ja, für die Gefühle, für die Emotionen. Verstehst du oder nicht? Ja, sonst sagst du. Ja, okay, ja. Das ist aber wirklich, und auch hier beim, zum Beispiel nicht nur die Konsonanten, auch die Vokale. Wir haben ja im Mund haben wir so ein Vokaltrapez, da haben wir die oberen Vokale, ne, und die unteren, die tiefen. Ja, die oberen Vokale I und so, ja, geht so. Wichtig für eine gute Beleidigung. Immer die tiefen Vokale, immer die unteren. Ja? Hurensohn zum Beispiel. Ja, das sind die tiefen Vokale. Ja? Ist ganz wichtig, ne? Tiefe Vokale. Die Schüler haben mich, also in der Abi-Zeitung, was haben sie über mich geschrieben? In der Abi-Zeitung stand über mich, Kollegen, die sich für diesen Lehrer interessierten sich auch für hochklappbare Sonnenbrillenaufsätze, Liegefahrrad, rechts, links Socken und Bimssteine. Das war meine... Haben wir Lehrer? Sind Lehrämtler heute Abend da? Können wir, wo sind die Lehrer? Macht mal Krach, macht mal Lehrer oder die Lehramtsstudenten. Ja, ja, ja. So klingt Verzweiflung. So klingt Verzweiflung. Gerade die Dame, du wirst Lehrerin, Lehramtsstudentin. Wie heißt du? Baser. Du studierst Lehramt quasi. Welches Fach? Mathe? Krass. Okay, super. Ey, viel Spaß, Baser. Das wird richtig heftig. Ja, ey, nein.
Pass auf, bester Job ever. Wenn du mal Probleme hast mit einer Klasse, ja, so eine Problemklasse, so, so unsere Gruppe hier, ja, ganz egal, sprich sie mit der französischen Version ihres Namens an. Ich hatte mal Deutschunterricht und dann hatten die vor mir eine 10. Klasse, vorher hatten die Französisch. Und die hatten alle die französische Version ihres Namens, den Klang im Ohr. Die sind wie ausgewechselt, wenn die so aus dem französischen Unterricht kommen. Ja, ist wirklich wahr. Aus Justin wird Justin. Ja, ah, oui, d'accord, je suis Justin, ah, oui, d'accord. Ja, die sind andere Menschen. Ist wirklich wahr. Aus Kevin wird Kevin. Ja, ah, oui, d'accord, je suis Justin, Kevin. Die sind 10 cm größer. Ja, einfach nur durch den Klang des Namens. Ja. Aus Murat wird Myra. Ja, wie Myra, d'accord. Ja. Die haben nur durch den Klang, versteht ihr? Ja, die sind quasi wieder la grande nation. Ja, die sind keine Ahnung, die haben moralisch eine Klasse übersprungen. Ja, nur die trinken ihre Schulmilch mit abgespreiztem Finger. Ja, die sind nur psychisch. Ja, ist wirklich wahr. Ja, aus Wolfgang wird Le Gang de Wolf. Oui, je suis Le Gang de Wolf, d'accord. Ja. Und dann auch die Dialoge sind ganz anders. Ja. Normalerweise gehen die so auf den Schulhof und sagen dann, komm, wir gehen Meckes. Und jetzt so, oui, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'on mange? Crème brûlée. Ja, oui, crème brûlée, oui, d'accord. Die sind einfach 10 cm, die haben auch eine ganz andere Körperhaltung. Ja. Was haben wir jetzt? Deutsch, ja, der Besuch der alten Dame. Ah, d'accord, la visite Notre Dame. Ja, oui, oui, die sind, ne, viel mehr Selbstbewusstsein. Das ist... Ah, schon wieder, keine Ahnung, schon wieder sitzen geblieben. Oui, mais je ne regrette rien, d'accord. Schon wieder keine Hausaufgaben. Ah, déjà vu, ja. Das ist geil, ja, déjà vu, ah, krass, schon wieder keine Ahnung. Déjà vu, macht doch nichts, keine Ahnung. Es ist nur die Sprache, ist geil, ne? Die Wirkung, ja. Möchtest du ein Café au lait? Non, liberté, ja, naja. Die Bürger, Beleidigung, aber die französische Sprache ist ja auch krass, ne? Die Franzosen, oder? Das sind der, oder? Also ich weiß nicht, wer französisch, aber diese 16, so eine einfache Frage wie qu'est-ce que c'est? Ja, qu'est-ce que c'est? Simple Frage, was ist das? Ja. 16 Buchstaben, von denen gerade mal 4 ausgesprochen werden. Ja, denke ich so mal, hakt's bei euch, ja? Es ist doch, oder der Rest wird weggeschmissen. Ja, das kannst du doch niemandem mehr erklären. Heutzutage bei globaler Ressourcenknappheit kannst du es doch niemandem mehr erklären, oder? Qu'est-ce que c'est? Aber es ist schön, vom Klang her. Ich habe neulich gerade eine französische Speisekarte gelesen und einfach, wie es klingt, ist geil. Ne? Entrecôte, ja, und dann da kriegst du sofort Hunger. Ja? Crème brûlée, Jambon cru, oder? Im Deutschen Formschinken, ja? Ist doch scheiße dagegen, ist doch kacke, ja? Wir gucken immer auf die Form, weißt du, die Form muss wichtig sein, ist doch, ja. Mousse au chocolat, le maître chocolatier, das ist, moi. Im Deutschen quadratisch praktisch gut, ja. Das ist quasi, weißt du, scheißegal, wie es schmeckt, Hauptsache es passt in den Koffer. Ja, das ist, ja, unsere Sprache, wir sind quasi, wir gucken immer auf die Funktion, auf die Form. Im Wort Orgasmus steckt Müssen drin. Ja, das muss jetzt klappen, warum klappt das denn nicht? Verdammt nochmal, ja, das ist quasi der Imperativ ist im Wort drin. Orgasmus, das muss jetzt, das mach doch mal, ja. Ist wirklich wahr, ja, und Orga, es muss gut organisiert sein, ja. Also es muss gut organisiert sein. Musste gucken, ne? Muss alles stimmen, ja. Ne? Da muss einiges stimmen, ne? So eine Checkliste, weißt du? Orgasmus, der ein Imperativ und, ist egal, Orgasmus, der preußische Imperativ, ist so. Der Deutsche fickt mit Pickelhaube, ja? Ja, es ist so, ja? Und Klemmbrett unterm Arm, weißt du, ja? Vorspielcheck, ja? Orga, das muss funktionieren. Ist geil, naja. Im Französischen, der Orgasmus auf Französisch? Le petit mort. Der kleine Tod. Das ist doch mal eine entspannte Herangehensweise an die gleiche Situation, oder? Das ist doch mal, oder? Für den wahren Genuss musst du loslassen, ja? Genau, siehst du, geil. Er hat's gerade, er erlebt es. Genau so ist es. Digga, viel Spaß noch. Viel Spaß. Genieß es. Genieße es, oder? Geile Typen, oder? Geile Typen. Das ist genau wie auf dem Schulhof. Weißt du, wenn sowas passiert, alles vorbei. Alles vorbei, Stunde beendet. Nein, aber ist schön, oder? Orgasmus. Also, le petit mort, der kleine Tod. Also, wenn du richtig Spaß haben willst, du musst wie der Typ da draußen. Nehmt euch ein Beispiel, du musst loslassen. Und so ist es. In dem Sinne, fickt euch. Ciao, ich bin's der Schröder. Dankeschön, Simon Schäfflein. Euch, Herr Schröder!